begrüße Sie recht herzlich im Namen des OFC, des Ottobrunner Firmenclubs. Es spricht zunächst zu Ihnen der Herr Bürgermeister Thomas Loderer. Ich wünsche dem Landesfilmfestival einen guten Verlauf, Ihnen tolle Filme, die Sie anschauen können, der Jury ein glückliches Händchen und vor allem wünsche ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Engagement bei Ihrem Hobby, das wirklich ein ganz wertvolles und interessantes ist. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Thomas Loderer, herzlichen Dank für die Einführung. Es freut uns sehr, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen in der Gemeinde. Die hat ja wirklich Tradition. Ich habe schon in meinem Grußwort alles wesentlich erwähnt, darum kann ich mich auch so kurz fassen in der Form. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich den Vergleich Komponist Wolf Ferrari mit einem Filmautor, der auch seinen Film komponieren muss, wenn er was werden soll. Das ist nicht nur die Kamera, das ist nicht nur der Ton, das ist das Zusammenspiel all dieser Dinge, die eigentlich ein Kunstwerk ergeben. Und das geht dem Komponisten so im Audiobereich und wir haben ja Audio- und Videobereich. Das ist schon mal eine ganz tolle Geschichte. Danke an alle Gäste, danke an die Juroren, ohne die wir ein Filmfestival ja hier überhaupt nicht veranstalten. 30 Amateurfilme aus Oberbayern und Schwaben bewarben sich um den Titel Bester Film beim Landesfilmfestival des Bundes Deutscher Filmamateure. Doch wann ein Film gut ist, darüber gibt es die vielfältigsten Meinungen. Für mich ist das Wichtigste die gute Geschichte. Das andere ist auch wichtig, aber zweitrangig. Elmar Garfinen war einer der 30 Hobbyfilmer. Er eröffnete gleich mit einem Filmkrimi das Festival. Es geht um die Schutter und deren spannende Geschichte, wie sie ihren Weg in die Donau fand. Mit Bürgermeister Loderer hatte der Film gleich einen Fan gewonnen. Und es war für mich quasi eine Rückkehr in meine Heimat, weil die Gegend, um die es da ging, also auch um den Fluss Schutter, das Urdonautal, das ist die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Also insofern hat mich dieser Film emotional, obwohl es ja eigentlich ein Dokumentationsfilm war, am meisten berührt. Super. Das sagte die Jury. Und was ganz bemerkenswert war, der Kommentar, der ging parallel zu den Aufnahmen. Der Kommentar hat nichts erklärt. Der Kommentar war so zauberhaft wie die Aufnahme. Was schön gewesen wäre, vielleicht muss man sich dann auch die Zeiten aussuchen beim Drehen, um das, was diese Landschaft an Zauber eventuell zu bieten hat, dann auch einzufangen, hätte diesen Zauber deutlich verstärkt. Aber zu dem ganzen Bogen noch zu sagen, ich habe einen unglaublich spannenden geologischen Ausflug erlebt. Aber mir ging es wie mit meinen Kollegen. Am Ende hatte es der Film zusammen mit 22 anderen zu einem Stockerlplatz gebracht und einen dritten Preis gewonnen. Ich mache Filme querbeet durch, von Reportagen über Dokumentationen bis zu Naturfilmen, ist das mein Spektrum. Damit es ein guter Film wird, was machen Sie? Ich erstelle mir eigentlich vorher das Konzept für den Film, suche mir Höhepunkte, die ich vielleicht vorher schon festlegen kann, dann schreibe ich mir ein kleines Exposé. Und dann geht es an den Dreh. Herr Wenzel, Sie sind Juror. Wann ist für Sie ein Film ein guter Film? Ausgehend von der Idee, über die Kamera, über den Schnitt, um die Wirkung zu erzielen, die ich erreichen möchte. Also ich bin Förderlehrer an der Grundschule Mitte in Nördlingen. Mein Name ist Dieter Scholz und habe dort eine Filmgruppe. Wir haben den Deutschen Jugendvideopreis gewonnen. Und heute kam wieder ein Preis hinzu. Der Motivationspreis für die Jugend. Nach 2 Tagen schwirrte der Jury und auch dem Publikum der Kopf. Der beste Film, keiner wagte noch einen Tipp abzugeben. Dennoch, für einen Publikumspreis schien es bereits einem Favoriten zu geben. Wenn Sie sich an das Plakat erinnern im Beatlemania, die Not hat ein Ende, die Zeit der Dorfmusik ist vorbei. Sie haben sicher bemerkt, dass wir alle Brillenträger sind. Das mag Ihnen zeigen, dass wir sehr genau hinschauen. Du kannst deine ruhig aufsetzen. Jetzt wäre ich fast geneigt zu sagen, bei dem Film kann man nichts falsch machen. Wenn ich so in die Runde schaue, denke ich, mit den Beatles ist so viel Erinnerung, positive Erinnerung verbunden, dass man über viele andere Dinge schlichtweg hinweg sieht und hinweg geht. Das heißt jetzt nicht, dass der Film
schlecht war, sondern man lässt sich tragen von dem, was man da sieht. Und dann kam die große Stunde und die Qual der Wahl für die Jury. Welcher Film ist der beste? Film Nummer 22, Dampf am Vorkapass. Wer ist für einen dritten? 5-0. Wer ist für einen zweiten? 4-1. Dieser Film wird geparkt. Am Ende schafften es neben dem Publikumsfilm Yesterday noch 9 weitere aufs Stockerl, aber diesmal auf den zweiten Platz. Die Bestnote erhielt dieser Film. Die Jury war übereinstimmend der Meinung, Spring ist ein sympathisches Porträt gelungen. Der Film ist sowohl inhaltlich als auch filmerisch durch und durch stimmig. Und von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich diesen Künstler kennenlernen, dadurch, dass Sie ihn im Film so gut vorstellen. Hat mich sehr, sehr gefreut, der Film. Danke. Schauen wir mal. So. Mehr als 9 Stunden Filmkunst wurde dem Publikum von den 30 Hobbyfilmern geboten. Die Filmer haben dafür fast ein ganzes Jahr rund um die Uhr gearbeitet. Filme machen ist mehr als nur ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft und verlangt Publikum und Anerkennung. So dürften sich die Juroren und auch die Organisatoren des Ottobrunner Filmclubs für viel Lob und Anerkennung freuen.